Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Blackguards. Beim letzten Mal haben wir... Was haben wir eigentlich gemacht? Irgendeine Nebenquest haben wir abgeschlossen, soweit ich weiß. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir da jetzt haben. Der Chorspieß, den haben wir noch nicht. Ein finsterer Druide war uns eine Spur zu hart. Rettet die Schönheit. Ah, wir haben beide Zutaten für das Antidot zurück zu Menchal in Mengbilla. Da sind wir doch gerade. Dann reden wir doch mit Menchal. So, wir haben die Zutaten, Zinnober und Tulmadron. Wir haben endlich alle Zutaten beisammen. Wunderbar. Hier euer Antidot. Aber ihr sagtet doch... Dass ich nicht alle Zutaten da habe. Nun ja, ich habe einiges substituiert. Es wird helfen. Keine Sorge. Verflucht, es geht hier um Leben und Tod. Und Boron sei Dank, jetzt haben wir alle Gewinn gemacht. Jetzt geht und rettet, wen auch immer. Sonst stirbt wer auch immer am Ende noch. Okay. Bis später. Bis später. Das heißt, jetzt müssen wir nach Duja. Okay. Also verlassen wir Mengbilla. Und ab geht's nach Duja. Ist ja nur eine kurze Reise bis dorthin. Hoffentlich lebt die Schöne noch. So, Kidre. Hier, trink das. Es ist ein Antidot von Menchal. Menchal Aktaran? Dann kann es nicht schlecht sein. Wisst ihr, wer euch angegriffen hat? Sie werden Krähen genannt. Attentäter. Jemand hat sie auf mich angesetzt. Ich muss wissen, wer es war. Die Kurtisanengilde hat leider viele Feinde. Das kann ich mir kaum vorstellen. Wir helfen natürlich gern. Ach, tun wir das, Zurbara. Dann sprecht mit Ossip. Er ist Wirt im 1002. Rausch in Mengbilla. Eine miese Spelunke, seht euch vor. Aber wenn jemand etwas über die Krähen weiß, dann er. Wenn ihr etwas erfahrt, trefft mich in Mengbilla im Hof der Roten Laternen. Okay. Raya mit euch. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, geht's natürlich wieder ab nach Mengbilla. Da waren wir doch gerade erst, aber gut. Warum denn noch nicht? Die Ladescreens hier sind sowieso immer so hübsch. So, der Wirt von 1001 Rausch, der war im Traumkrautviertel, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da haben wir ihn ja schon. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Was wisst ihr über Krähen? Was weißt du über Krähen? Sie machen Dreck. Den du an den Händen hast. Ach so. Jungs, hier sind ein paar Damen ohne Begleitung. Zeigt ihnen, wie gastfreundlich wir sind. Oh, es kommt also zum Kampf. Aber gut, damit werden wir schon fertig werden. Hoffe ich mal. Na komm schon. Ich möchte wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Kneipenschlägerei, sehr schön. So, wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. Heilige Scheiße. Ah gut, dann erstmal in die Vollen. So, Aurelia. Die stehen alle weit verteilt, das heißt, kein Flächenangriff wird was nützen. Dann machen wir die Hexengalle, vielleicht haut sie wieder aus den Latschen. Nee, leider nicht. So, Alara, du kümmerst dich... kann sie hier irgendjemanden erreichen von den Jungs? Ihn hier. Ist eine ziemlich große Kneipe im Übrigen. Zurbaran muss hier einstecken. Und Naurim kriegt hier gleich mit drei Leuten zu tun. Das könnte übel ausgehen.
So, das heißt, wir machen jetzt erstmal... Schauen wir mal, ob wir hier einen Ignisfero ansetzen können. Nee, leider nicht. Hier hinten leider auch nicht. Gut. In dem Fall bleibt mir... Na, ist jetzt die Frage. Der klassische Fulmen. 16 ASP. Bis 29 Schaden. Ja, wir machen einen Fulminictus. Darum gehen wir auch die Magieresistenz. So, und Naurim. Das sind eigentlich alles relativ gleiche Gegner. Der hat ein bisschen weniger Leben, deswegen gehe ich auf ihn hier. Um ihn als Ersten auszuschalten. Ich hoffe, Naurim kann so lange einstecken. So, der hat ja nur noch 4 Lebenspunkte. Und der wird jetzt hoffentlich das zeitliche Segen. Das heißt, Takate kann Naurim dann helfen. So, Aurelia, nochmal zaubern bitte. Nochmal Hexengalle. Der ist jetzt auch schon ganz gut angeschlagen. So, das heißt, Alara kann hier Zurbaran helfen. Und den haut's auch schon von den Beinen. Das ist gut, denn Zurbaran ist nicht unbedingt der beste Kämpfer hier. Aurelia ist wenigstens flink. So, Zurbaran. Ich würde ja umlaufen. Er bekommt hier noch was ab. Und jetzt einen Feuerball zu Naurim schmeißen. Wartet mal, das war der falsche Zauber, oder? Ja, Feuerball. Ja, so würde ich alle 4 treffen, aber auch Naurim. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 38, das hält er aus. Verzeiht, Herr Zwerg. Aber ihr seht, wie das eingeschlagen hat. Hat er schon gleich einen weniger. Und Naurim hat noch immer 29 Punkte. Das ist dann schon ganz okay so. So, greifen wir an. Und Takate. Wendet sich hier gleich mal nach unten. Muss die Runde pausieren. Aurelia hält sich noch ganz gut da oben. Hat sie noch Astralenergie? Ja, 11 Punkte noch. Da geht sich nicht mehr viel aus. Ich versuch's mit dem Corpo Frigo wieder einmal. Aber der verbrutzelt. So, das heißt... Oh, man kann die ganzen Wirtshaustische auch mit einbeziehen. Aber Alara kümmert sich jetzt mal ein bisschen, dass Aurelia Ablenkung bekommt. Und Zurbaran bekommt ja eine auf den Deckel. So... Aurelia nur noch 12 Lebenspunkte, das ist schlecht. So, du zauberst hier nochmal. Keine Astralenergie mehr, dann trink einen Trank bitte. Ich sagte, trink einen Trank. So, damit sollte er dann die nächste Runde noch aushalten. Sehr guter Treffer und jetzt kann auch Takati von hinten auf den Gegner einstechen. Wird pariert. So, Aurelia, du hast jetzt wirklich nicht mehr viel. Dann machst du nochmal einen letzten Hexengalle auf den vor dir stehenden. Hau ihn von den Beinen, so muss das sein. So, und Alara kümmert sich wieder um den zweiten Gegner, der bei Aurelia rumlungert. Sehr schön. Zurbaran blockt. Alara lebt noch. Aurelia lebt noch. So, hast du noch Astralenergie? Ja, du hast wieder Astralenergie. Das heißt, bitte einen Fulminictus. Ob der Wirt uns nachher noch gerne in seinem Gasthaus schlafen lässt? So, der hat hier nur noch 2 Lebenspunkte. Dann machen wir eine safe, sichere Attacke. Und auch Takate kümmert sich hier liebevoll um seinen Gegner. Also, diese Wirtshausschlägerei, glaube ich, ist für uns schon bald entschieden. Der hat nur noch 4 Lebenspunkte. Aurelia versucht es mit einer Attacke und sticht ihm den Dolch in die Kehle. Sehr schön, sehr schön. So muss das laufen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gut geblockt von Zurbaran. Wir haben der Basis Astralenergie, versucht zu schlagen, nutzt nichts, aber kann man nichts machen. So, die beiden haben ihre Gegner erledigt. Das
Prinzess Takati kann Zurbaran zu Hilfe kommen. Und Aurelia hält sich aus der Sache raus. Dass sie auch immer barfuß unterwegs ist. So, Alara mit einem Pfeil von hinten. Hol den von den Beinen. Schon, du Sohn einer sabbernden Sumpfranze. Was weißt du über die Krähenattentäter? Ja, ja, schon gut. Die Krähen arbeiten immer zu dritt. Zwei schwingen, ein Kopf. Den Kopf kenne ich nicht, aber die beiden schwingen. Und das sollen wir dir glauben? Mein Wort darauf. Sie heißen Leoma und Rayades. Er ist Lehrer an der Kriegerschule Rabenschnabel. Sie Raya-Geweihte in El Alem. Und der Kopf? Bei den Göttern, ich weiß es nicht. Hoffentlich, Ossip. Unser Zwerg setzt gerne mal ein Haus in Flammen. Sehr schön. Mal sehen, 50 Abenteuerpunkte und ein bisschen Kohle. Knüppel, Messer brauchen wir. Ja, nehme ich mit, um es zu verkaufen. Passt schon. So, und jetzt würden wir gerne noch in deiner Taverne schlafen, hier, bitte. Der Wein geht aufs Haus. Oh, danke, das ist die sehr Pflanzen freundlich von dir. Euch lieben. So, jetzt sind wir wieder voll. Wunden haben wir keine, das heißt, wir müssen noch nicht zum Heiler. Machen wir einen Blick ins Questlog. Krähen zählen. So, wir müssen nach El Halem oder nach Lehrer an der Kriegsschule Rabenschnabel in Mengbilla. Wo ist denn hier die Kriegsschule? Bei der Arena? Nee, wir wollen nicht in die Arena. Kriegerschule Rabenschnabel. Okay, das schauen wir uns noch an. Schauen wir mal, ob wir da um einen Kampf drumherum kommen. Ich glaub's ja nicht. Ganz im Gegenteil. Mondra zum Große. Ach du Scheiße. Such die Unterweisung in den Künsten der Kriegsgöttin. Das sehen wir dann doch ein bisschen viele. Heute vielleicht nicht. Vielleicht später. Können wir flüchten? Sieht nicht danach aus. Es sind 2, 4, 6, 8, 9 Gegner. Ach du Scheiße, ey. Okay, bleibt uns wohl nichts anderes über, als diesen Kampf zu nehmen. Aber wenigstens stehen sie schön dicht beieinander. Das ist gut für Zurbaran. So, Aurelia, auch du kannst jetzt eine Flächenattacke machen. Zu anderen Elemente. So würdest du 2 treffen, so würdest du 2 treffen. Okay, 2 sind besser als nix. Und der hat ordentlich reingehauen. Sehr gut. So, Takate wird hier von allen Seiten bedrängt. Das muss nicht unbedingt sein. So, Alara. Ja, besser, du greifst jemanden an, der weiter weg ist. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du triffst. So, jetzt ist Takate umstellt. Na, super. So, Zurbaran, du setzt zu einem Ignis Fero an. Eins, zwei, drei Gegner unter Karte würde er so treffen. Eins, zwei, drei Gegner unter Karte. Okay, machen wir es so. Wie soll man sich hier auch Ach, verdammte Axt, ey. Jetzt muss dir der Tower misslingen, oder was? So, Takate ist dran. Gibt es hier irgendwen, der schon angeschlagen ist? Sie ist ein bisschen angeschlagen. Und jetzt ein bisschen mehr. So, Aurelia ist wieder dran. Versucht's mit einer Hexengalle. Und da hat sie ihn erwischt. Schon mal ein Anfang. Aber Takati kriegt hier ordentlich eine draufgezimmert.
So, Alara versucht es wieder aus der Distanz. Macht ebenfalls gut Schaden. So, aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist abgelaufen und nachdem der Kampf noch ein bisschen dauern wird, würde ich sagen, machen wir da einen zweiten Part draus. Wir sehen uns dann also wieder morgen bei einem neuen kleinen Kämpfchen. Macht's gut, bis bald, euer Chris.